da will ich träumen. Von der Pusta will ich träumen. Donauschwäbische Gedichte und Geschichten. Dritter Teil eines dreiteiligen Radiococktails von Angela Flamm und Günter Gessert. Migration heißt Wanderung. Was wollen die eigentlich hier? Zu Hause. Flucht, Vertreibung. Wann gehen die wieder fort? Was wollen die eigentlich hier? Misstraue der Idylle. Sie ist ein Mörderstück. Schlägst du dich auf ihre Seite, schlägt sie dich zurück. Drum mach's dir nicht behaglich, glaub nicht an einen Ort, denn wo du heut dein Dach dir deckst, jagt man dich morgen fort. Und wisse um die Trauer, sei deine Prüfung wert. Der Mensch ist das, was er verliert und was ihn deshalb schert. Mint egy 5000 éve él ember a jelenlegi Máriahalom természeti környezetében. A falu olyan természeti... Die Geschichte der Donauschwaben ist ein Kapitel europäischer Migrationsgeschichte. Es ist die Geschichte eines 200 Jahre ansässigen Kolonistenvolkes in der pannonischen Tiefebene. Die Donauschwaben sind Nachfahren deutscher Siedler, die vom Habsburger Kaiserhaus gerufen wurden, die verwüsteten und leergefegten Gebiete nach den Türkenkriegen im Südosten der Monarchie neu zu bevölkern und wieder aufzubauen. Angeworben wurden vorwiegend Bauern und Handwerker, die gegebenenfalls auch die Grenze zu verteidigen hatten. Von Ulm aus bestiegen die Siedler Schiffe, die sogenannten Ulmer Schachteln, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihr Ziel war das Königreich Ungarn. Ihr Siedlungsgebiet lag beiderseits der Donau, grob umrissen zwischen Budapest und Belgrad, auf einem Areal, das ungefähr der Größe des heutigen Österreich entspricht. Von ihren ungarischen und slawischen Nachbarn wurden sie einheitlich Schwaben genannt, obwohl sie nicht nur aus dem Schwarzwald, sondern auch aus fränkischen, hessischen, bayerischen und österreichischen Gebieten stammten. Zur Zeit der Habsburger Monarchie prägte zunächst der ungarische Staat ihr Leben. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie zogen die Siegermächte die Grenzen im Südosten Europas neu, sodass die Schwaben aus dem einstigen Ungarn nunmehr zu den deutschen Minderheiten in Rumänien, Ungarn und dem neu entstandenen Staat Jugoslawien zählten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren die Donauschwaben durch Flucht, Vertreibung, Internierung und Deportation ihre Heimat, viele auch ihr Leben. Von den Geflüchteten fand der Großteil in Süddeutschland und Österreich eine neue Heimat. Einige von ihnen wanderten nach Amerika und Australien aus. Heute leben sie in aller Welt verstreut.
Die Texte donauschwäbischer Autorinnen erzählen vom Konflikt im Niemandsland zwischen alter, nicht mehr vorhandener und neuer Kultur zu leben und darin seinen Platz zu finden. Von Verlusten, von Verlorenem und sich verloren sein, von Entwurzelung und Entfremdung, sowie von schlummernden Themen und Traumata, die über Generationen weiterwirken. Unsere Eltern räumten die Trümmer der zerstörten Häuser mit den Händen weg. Wir, die nächste Generation, sind mit dem Aufräumen der seelischen Trümmer beschäftigt. Bettina Alberti. Ein Freund ging nach Amerika und schrieb vor einigen Lenzen: Schick mir Rosen aus Steiermark, ich hab eine Braut zu bekränzen. Und als vergangen war ein Jahr, da kam ein Brief hingelaufen: Schick mir Wasser aus Steiermark, ich hab ein Kindlein zu taufen. Schrieb vor einigen Lenzen: Schick mir Rosen aus Steiermark, ich hab eine Braut zu bekränzen. Und als vergangen war ein Jahr, da kam ein Brieflein gelaufen: Schick mir Wasser aus Steiermark, ich hab ein Kindlein zu taufen. Und wieder ein Jahr, da wollte der Freund ach noch was anderes haben: Schick mir Erde aus Steiermark, aus Weib und Kind begraben. Und so ersehnt der arme Mann auf fernsten fremden Wegen für höchste Freude, für tiefstes Leid des Heimatlandes Segen. Wieder ein Jahr, da wollte der Freund ach noch was anderes haben: Schick mir Erde aus Steiermark, aus Weib und Kind begraben. Frau Maria Zuckmann-Weber im Gespräch mit dem Landesobmann der Donauschwaben in Oberösterreich und Bürgermeister von Marchtrenk, Herrn Paul Mahr. Hast du mitgekriegt, haben deine Eltern oder Großeltern unter dem Flüchtlingsein sehr gelitten? Oder Donau, hat das geheißen, das sind die Flüchtlingskinder? Ich glaube schon, dass sie sich ähnlich wie bei uns in der Siedlung in Marchtrenk, wo 90% der Flüchtlinge angesiedelt worden sind, das ein Thema war, über das man lange nicht gesprochen hat, auch in der eigenen Familie nicht. Es gibt diese Eichenstraße, wo das ehemalige Kriegsgefangenenlager seinen Anfang gefunden hat und dort auch dann eben die Heimatvertriebenen in die 50er besiedelt worden sind. Und wir wohnen genau 50 Meter auf der anderen Seite im Ortsgebiet von Marchtrenk. Und ich habe einige meiner donauschwäbischen Freunde damals gecancelt, die den Dialekt sehr stark gesprochen haben. Und in der zweiten Volksschule hat halt auch meine Mama dann einmal Tacheles mit mir gesprochen, dass wir die nicht so hänseln der Sprache wegen, weil wir sind genau dieselben, wir wohnen halt nur herüben. Und damals war dann die Klarheit geschaffen, dass ich auch diese Wurzeln habe, wie Menschen, die ich zum Teil in der Sprache ganz schwer verstanden habe, weil einfach die Dialekte bei uns ganz stark vermischt waren. Meistens sind aus dem jugoslawischen Bereich, kroatischen Bereich und ein bisschen weniger aus dem rumänischen Banat. Und daher ist auch das Wirrwarr an Sprachen der älteren Bevölkerung, die da alle da waren,
ein sehr großes Durcheinander gewesen und das hat mich natürlich als Kind schon fasziniert und da haben wir es oft gecancelt, dass verschiedene Wörter so eigenartig ausgesprochen haben. Aber diese Klarheit haben wir gefunden. Ich glaube, dass es bei uns in der Familie deshalb auch nicht so ein Thema war, weil beide Familien rechtzeitig fliehen konnten. Das war also, wir haben diese Verluste in den Todeslagern Gott sei Dank nicht gehabt, weil der Papa ist mit dem letzten Zug aus dem rumänischen Banat mit der Mutter damals geflüchtet, mit 4 Kindern und relativ geordnet ins Innviertel überstellt worden und auch die Mama aus Ruma ist auch mit einem Dreck rechtzeitig, aber natürlich mit den Strapazen der Reise und zum Teil dann aus dem Ungarischen sind sie auch mit dem Zug gefahren. Relativ einfach die Flucht, aber man natürlich alles andere hinten hat lassen müssen und genauso Besitztümer und auch ältere Verwandte. Aber ich glaube, dass das auch ein Grund war, dass deshalb nicht so schmerzhaft war. Das haben andere Familien doch drastischer, die dann oft in die eigenen Häuser, wenn man Rudolfs Gnade oder so, also ganz arg, was ich, wo das Lager dann im eigenen Ort definiert wurde, das ist ja dann wirklich eine Ausgeburt dann. Erster Sadismus, was man den Menschen antun hat können, das sind die eigenen Häuser, dann der Hunger zu haben. Willkommen, liebe Zuhörer, das ist das letzte Ungarn-Deutsche Wunschkonzert im Monat. Aus Fünfkirchen begrüßt Sie heute Gábor Schultheiß. Ich bitte Sie heute bei uns nicht anzurufen, diese Sendung musste nämlich aufgezeichnet werden. Ganz viele Wünsche haben uns während der Woche erreicht. Mit einem gemütlichen ungarn-deutschen Walzer mit dem Titel Die schönste Blume legen wir los heute. Und dann kommen schon Ihre Grüße. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung am Sonntagvormittag. Grumbier und Nudeln. Grumbier und Knödel mit Paradeissauce. Grießnudeln, Magnudeln, Nussennudeln, Bäckmissnudeln, Schupfnudeln, Magstrudeln, Flutter, Schmerkipfel, Käsebälsterli, Bäckmissbälsterli, Bäckmissstrudeln, Apfelbitter, Bogätschle, Damenkapritz, Terry Kichel. Der geht das nach der Tasse. Erst einmal, kann ich wieder damit sehen? Komm mal her, zu mir. Heute auch, bei der Schwester, was auch, Stefan, was ist das? Du hast gedacht, was hast du denn? Ah, jetzt sag ich mir ja nicht. Das soll ich brennen, sonst kann ich. Nein, brauchen wir ja keinen. Das soll ich auch aufs Buch mitnehmen. Das hat sich gesucht, sagte er. So schön. Schön. Da die Tor. Heilige Nacht, alle schlecht, einsam war, nur das traute und heilige Paar, holde Glauben die rockigen Haar. Schlaf im himmlischen Ruhm.
Hans Wolfram Hockel, die Spur von Dorf zu Dorf. Im Dorfe brüllten Kühe, die Gassen waren leer. Die Nacht war voller Grauen, erfüllt von dem Gebrüll der Kühe. Die Leute waren fort. Auch meine Frau, die Kinder, die Mutter und die Schwester. Doch fort, wohin? Die Welt war tot. Es war einmal ein Dorf. Und als ich es verlassen hatte, erkannte ich die Spur im ungewissen Lichte des letzten einsamen Gefährtes, das niemals wiederkehrt. Die Spur lief ganz allein. Der Regen strömte. Und dann ein Schrei, erstickt in schweren Wolken. Die Spur lief unentwegt und tief eingeprägt für alle Zeit. So kamen wir nach einer Stunde ins nächste Dorf und wieder brüllten Kühe und wieder war die Spur im Wege zu sehen. Sie lief allein hinaus ins Dunkel. Ich wusste nun, das war das Ende. Hier also wohnt er, in hohen Schreien, auf Schiffen, Hand in Hand, gegen sich selbst, sich gegen in Hand, auf Schreien, wie jemand, der jemand auf Schiffen mit gebeugten Bäumen ging. Innen voller Augen ruft nachts der Tag, ja, gegen sich hat selbst er geantwortet, ist er zurückgekehrt jemand, in die Nacht, der vom wie eigenen jemand, Schatten umkehrt, der zurückkehrt. War er stets um sich selbst wiederzufinden. Oder das Wort, das es dafür gegeben hat, blieb aus. Und niemand kam vorbei. Zwischendurch sah er sich auf Schiffen mit gebeugten Bäumen, ohne Richtung zu seinen Füßen, in hohen Schreien, gegen sich selbst sich gegen in Hand, auf Schreien, wie jemand, der jemand erwarte, niemand mehr, oder das eine Wort, das es dafür gegeben hat, blieb aus. In der anderen, voller Fragen wieder zu Füßen, ohne Gesicht in den Boden zu fragen. Zu Wiederfragen ging er, ohne sich umzudrehen. In der anderen, voller Fragen wieder zu Füßen, ohne Gesicht in den Boden zu fragen. Zu Wiederfragen ging er. Ja, hat er geantwortet, wie jemand, der jemand vom ja, eigenen Schatten umkehrt, war er stets anderswo. Wie jemand, der vom eigenen Schatten umkehrt, auf ein Schiff, das tags die Nacht bewohnt, wie jemand, der zwischen Steinen ruft, der Himmel ohne Füße am Boden saß, Füße ohne Himmel, die er selbst ist. Solmer, Eva Meyer-Bahl. Weiterleben soll man, für alles auf der Welt. Weiterleben kann man, ein Arm mit wenig Geld. Weiterleben muss man, ein Schwacher braucht deine Kraft. Weiterleben will man, noch spielend leicht, man schafft. Diesen Tango
das den Sie jetzt tanzen, ist zu schön zu vergessen. Darum singe ich für Sie. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz, und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz. In Tomaschi feiert Ferenc Strigens seinen Geburtstag. Viel Freude in den kommenden Jahren und lustige Momente mit seinem Akkordeon wünschen ihm die Freunde aus Tomaschi. Von Lieb und Leid, du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir ins Ohr, denn ich will vergessen ganz, was ich verlor. Zur Diamantenen Hochzeit gratuliert und wünscht dem lieben Ehemann noch viele gemeinsame Jahre in Glück und Freude, die Ehefrau Helene. Liebe Zuhörer, am 22. November jährte sich zum 60. Mal der Tag, als Helene Rittlinger und Lajos Koboly sich ewige Treue geschworen haben. Nachruf auf verlorene Jahre von Anna Niklos. Sie kam als 16-Jährige in ein Arbeitslager und war zwischenzeitlich auch im Todeslager Gakovo, das erst Anfang 1948 aufgelöst wurde. Ich merkte, dass in dem Haus, in dem ich im Lager nun untergebracht war, eine traurige Stimmung herrschte. Allmählich erfuhr ich den Grund. Neben unserem Zimmer befand sich eine kleine Kammer, in der eine Mutter mit ihren drei Kindern untergebracht worden war. Die vier, die zwei älteren Mädchen, der kleine Bub und die Mutter hatten gerade Platz in der Kammer. Einige Wochen ging das gut, dann aber erkrankte plötzlich das älteste der Kinder, das Mädchen mit 11 Jahren. Ihre Krankheit dauerte nicht lange. Nach 2 Tagen lag das Mädchen wie schlafend auf seinem Strohlager und rührte sich nicht. Die Mutter betete und weinte. Das Kind aber lag ganz ruhig da. Man merkte bloß, dass sein Körper hohes Fieber hatte. Wie bei allen Kranken hier musste man zusehen, bis der Tod das Kind erlöste. Kaum war der Leichnam weggebracht, da wurde das zweitälteste Kind krank. Verzweifelt und halb wahnsinnig vor Schmerz und Leid lief die Mutter im Lager umher und bettelte um etwas Essbares. Die Köchin gab ihr jeden Tag einen Schöpflöffel Suppe mehr, es war aber alles umsonst. Der Tod holte auch ihr zweitältestes Kind, ein 7-jähriges Mädchen. Die Mutter schrie und weinte, bis sie nicht mehr konnte. Der seelische Schmerz und das Austeilen ihrer Ration an die Kinder hatten sie so geschwächt, dass die Zimmernachbarinnen glaubten, sie würde den nächsten Tag nicht mehr erleben. Als aber der Leichenwagen das Kind abholte, begleitete die Mutter ihr totes Kind bis zum Dorfende. Ihr kleiner Sohn lag indessen in der Kammer und wartete auf seine Mutter. Spät am Nachmittag kam die Frau völlig erschöpft zurück. 2 Tage konnte sie nicht aufstehen. Sie hatte aber noch ein Kind. Sie durfte nicht aufgeben, und so gelang es ihr doch, sich nochmals zu erholen. Von meinem Strohlager aus konnte ich gerade in ihre Kammer sehen, da die Zwischentüren der Zimmer ausgehängt worden waren. Ich beobachtete die Frau fortab jeden Tag, wie sie in ihre Kammer betete. Sie schaute in Richtung, in der ihr jüngstes und liebstes Kind lag. Der Bub lag ganz bleich und schon vom Tod gezeichnet auf dem Strohlager. Gerne hätten wir ein tröstendes Wort gesagt, es fiel uns aber keines mehr ein.
Zu viele liebe Menschen hatte diese Frau schon verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, für wen ich zuallererst beten, trauern oder weinen soll. Für meinen lieben Mann, der gefallen ist, für meine Eltern, Großeltern und Geschwister, die alle hier im Lager gestorben oder verhungert sind, oder für meine Kinder. Was hat der Herrgott mit mir vor? Habe ich nicht schon genug gelitten? Muss ich mein letztes Kind auch noch verlieren? Sie wankte zurück in ihre Kammer und kniete sich neben den todkranken Knaben. Wir standen in unserem Zimmer und weinten. Wir hörten, wie das Kind stöhnte, und ich konnte lange nicht einschlafen. Es muss sehr zeitig in der Früh gewesen sein, als ich erwachte. Alles ringsum lag noch in tiefem Schlaf. Mein Blick fiel in die angrenzende Kammer. Der am Boden liegende Bub hatte die Hände gefaltet. Ich wusste, was das bedeutete. Das dritte Kind dieser Frau war also auch gestorben. Sie aber hatte niemanden geweckt. Sie hatte allein gewacht und gebetet. In diesem Augenblick sah ich, wie sie sich niederkniete, ihren Blick zur Zimmerdecke richtete und anfing laut zu reden. War sie irre geworden? Ihre Stimme hörte sich demütig an. Herr, alle meine Lieben hast du zu dir gerufen. Ich hoffe, dass du auch mich nicht vergisst. Lass mich nicht lange warten. Ich bin bereit zu sterben. Ganz plötzlich stand sie auf und ging mit leisen Schritten durch unser Zimmer hinaus. Sie würdigte mich keines Blicks. Ich wäre ohnehin unfähig gewesen, ihr etwas Tröstliches zu sagen. Da kam auch schon der Leichenwagen. Die Frau hatte die Burschen, die die Toten zu sammeln hatten, verständigt. Wie bei ihren ersten zwei Kindern ging sie stumm hinter dem Wagen her. Nach längerer Zeit kam sie erschöpft und völlig am Ende ihrer Kräfte zu uns zurück, legte sich auf ihr Strohlager und sagte kein einziges Wort mehr. Einige Frauen versuchten sie zu trösten und aufzurichten. Sie redeten ihr gut zu, damit sie etwas aß. Eine Frau meinte: Du bist noch so jung, mit 30 Jahren darf man nicht aufgeben. Die Lagerzeit wird nicht ewig dauern. Es war alles umsonst. Offenbar hatte die junge Frau ihr letztes Gespräch mit dem Allmächtigen geführt. Seither schwieg sie. Am späten Nachmittag wollte eine Frau aus ihrem Dorfe sie aufsuchen. Sie fand die junge Mutter tot auf ihrem Strohlager liegen. Wir im Nachbarzimmer hatten sie nicht weiter belästigen wollen und hatten angenommen, sie würde schlafen. Still wie ihre Kinder war sie von uns gegangen. Der Herrgott hat sich ihrer erbarmt, meinte die Frau aus ihrem Dorfe. Sonst wäre sie vielleicht vor Schmerz wahnsinnig geworden. Du kommst zu mir. Klaus Günther? Du kommst zu mir. Du kommst zu mir und ich weiß nicht, wieso das Leben dich zu meinem Leben trägt. Du kommst zu mir und ich weiß nicht, von wo die Welle dich zu meinem Herzen schlägt. Du kommst zu mir von weit entfernten Wegen und hast doch keinen Weg zu mir gekannt. Du kommst zu mir
ein goldener Blütenregen, ein Strauß von Blumen in der hellen Hand. Du kommst zu mir aus allen deinen Tiefen, die in dir ruhen, oft noch weh und wund. Den Klang der Stimmen, die zum Leben riefen, hast du gehaucht auf meinen Mund. Du kommst zu mir. Ob ich dies wohl ermesse, dass dieses Kommen unergründlich ist? Dass ich mich selbst und meine Welt vergesse, beruht in dir, die du mich nie vergisst. Du kommst zu mir. Ob ich dies wohl ermesse, dass dieses Kommen unergründlich ist? Dass ich mich selbst und meine Welt vergesse, beruht in dir, die du mich nie vergisst. Du kommst zu mir. Du kommst zu mir. Ob ich dies wohl ermesse, dass dieses Kommen unergründlich ist? Dass ich mich selbst und meine Welt vergesse, beruht in dir, die du mich nie vergisst. Hans Wolfram Hockel, ein Mensch namens Adam. Und einer war im Lazarett, den nannten wir nur Adam. Er lag den ganzen Winter still und sprach nur von daheim. Er sprach von seinen Pferden und von dem guten Feld und einmal zeigte er uns 21 Weizenkörner. Die habe ich von daheim im Vorjahr mitgenommen. Von seinem Bett aus konnte er ein Stückchen Himmel sehen. Die Erde war uns weit. Daheim wird es bald regnen. Daheim ist Lichtmess heut. Er sagte es wie ein Gebet. Bald leuchtet uns die Sonne wieder, weil diese Nacht vor unserem Anfang steht. Dann ging das Frühjahr an. Als wir noch alle schliefen, erhob er sich von seinem Bett und humpelte hinunter. Nicht weit von jenem Lazarett lag schändlich eine Schottergrube. Dort wucherte seit Jahr und Tag nur hartes Gras und wilder Dorn. Doch fand er einen Spaten irgendwo und rodete und grub. Und Adam legte in die Erde Korn um Korn und machte sie lebendig. Musik.
wie jeder weiß, wie jeder wusste, wie alle wussten, wie alle wissen. Wissen das alle? Nun beweisen Sie uns das. Kein Hunger, keine Synkope, kein Aufbegehren. Beweisen Sie uns die Schussfolgerung raschen Rachenrochen und was man sich nicht leisten kann. Hier ein zusammengerolltes S aufgespießt an den Tag, dort durch Schusslöcher in Sizilien. Kennen Sie diesen Ort? Urasi. Haben Sie das gesagt? Haben Sie das ausgesagt? Was haben Sie denn studiert? Supiert ein patziges Lätzchen. Durch meine Schuld, durch meinen großen Schuh im schwarzen Schlag zurück grill auf. In polytonischer Entsprechung, auf etlichen Wassern, auf wiehernden Klingen, im Visier von Zimt bis Zinne verloren, ist einerlei. Und dann, solange noch Waffen geliefert werden. Und dann, Waffel zum Kaffee. Wir gehen im Walde hin und her, ja fahr, ja fahr, ja. Jagen ist ja gar nicht schwer, ja fahr, ja fahr, ja. Aschau, 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 juchte, das ist man schon ein Hirsch schlechte,
ja fahr, ja fahr, ja fahr, ja fahr, ja. I shall, you feel that this I'm so tantiously. Abracadabra, Schwups, die Wups, die 5 ist nun für immer futsch. Die 6 steht jetzt an erster Stelle und will zum Geburtstagskind, aber schnelle. Wer freut sich schon auf die neue Lebenszahl? Wer ist dieses Kind wohl? Na, rate mal. Der bunter einmal wird sie wieder himmelblau. Geht mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufbraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht. Ella Tribnik-Pirkert, Der reichste Tag. Das war mein schönster Tag, als ich dich fand. Es war ein selig staunendes Begegnen. Ein stummes Ineinanderglühen. Ein Segnen, das in der Blicke Wechselsprache stand. Und als ich dann gewährend durfte geben, das war der schönste Tag in meinem Leben. Dann kam ein Tag, da ließ mich dein Vertrauen auch deine ewig tiefen Schmerzen schauen, damit ich sie mit dir gemeinsam trage. Und dieser war der reichste meiner Tage. Hans Wolfram Hockel. Da fiel ein Kamerad. In Russlands Steppen barsten die Granaten, der weite Himmel heulte auf. Es riss den Kameraden jäh zur Seite, er wankte, stürzte, noch in vollem Lauf. Das blendend helle Meer der Sonne schlug dunkel über sein Gesicht. Da war es still und rührend, wie im Schlafe. Doch aus dem Helm quoll ihm Gehirn und Blut. Wir krochen hin und einer schloss behutsam die Hand um seine Stirn und sagte seinen Namen wieder und wieder und noch ein drittes Mal mit halb erstickter Stimme. Solange ich lebe, werde ich ihn hören und rufen in die Welt, in alle Parlamente und denken auch an seine Mutter. Sie wird das Ungeheure sehen, das ihrem Kind geschah. Und nicht mehr beten können. Denn Nacht für Nacht wird er ihr neu geboren, um Tag für Tag neu zu sterben, in Russlands Steppen, diesen Tod. Einmal muss man auch mal sterben, einmal ist das Leben aus, dann bringt mich in meine Heimat. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit.
Allen feiernden Gottes reichsten Segen auf all ihren Wegen und die allerbeste Gesundheit für die kommenden Jahre. Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Was ist geschehen? Sag mir, wo, sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Was? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Sag mir, wo die wo Gräber sind, sind. Geblieben. Blumen blühen sag, im Sommer. Wo die Soldaten sind. Wann wird man je was verstehen? Ist geschehen? Wann wird man je sag, wo die Soldaten verstehen? Sind? Über Gräben weht sag, der Wind. Die wann sind? Wird man je verstehen? Sie wann einmal wird man muss man verstehen? Auch mal sterben. Was ist einmal ist das Leben auch. Geblieben. Mädchen pflückten sie geschwind, wo die Gräber sind. Wann wird man was ist geschehen? Verstehen? Sag, und sag mir, wo wann wird man je über Gräbern Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Erwin Walterstein. Wann wird drei Fragen des Kindes. Sag mir, was ist der Wind? Der Wind, mein Kind, ist der Atem der Erde. Solange die Winde wehen, werden die Dinge bestehen. Sag mir, was ist das Licht? Das Licht, das Gesicht des ewigen Schöpfers. Solange das Licht noch brennt, haben die Dinge kein End. Und sag mir, was sind wir? Ach, wir sind hier ein winzig verrinnender Tropfen. Und doch, solange mein Arm dich hält, sind wir alles. Sind wir die Welt. Schicksal wollte Frieden. Shalom. Shalom.
durch die Welt, ich wander wohl. Trau des Heim, dir gilt es wieder. Trau des Heim, dir gilt mein Trost. Deine Heimat sei gegrüßt, in der Ferne sei gegrüßt. Du sei gegrüßt, in weiter Ferne, deine Heimat sei gegrüßt. Querida, no quiero la vida, me la amargas tú. Marie Bodo, Weihnacht. Klare, helle Nacht. Lange Schatten ziehen über Tür und Wand. Weiße Wolken ziehen übers helle Land. Und ich warte lang im Dunkeln, bis der Engel uns erwacht. Schreite langsam zu der Türe, schaue in die helle Nacht. Und ich warte hier im Dunkeln, bis der Engel uns erwacht. U jednom kraju zemlje moja kuća nije. I svako novo podneblje sjećanje probudi i čežnju za onim što je bilo prije. I tek što se sretnem, sve rastanak mi već nudi. Svo proživljeno vrijeme i rođenje moje da se natrag vratim i tamo se probudim. U treptaj oka moja vječna slutna bivšega života već mi novi put sprema. I evo me, već idem, a znam da uzalud tražim jednu zemlju zame gdje krivice nema. Schreite langsam zu der Türe, schaue in die helle Nacht. Und ich warte hier im Dunkeln. Tanzen alle Hasidim und als der Rebbe tanzt und als der Rebbe tanzt tanzen alle Hasidim. Tanzen alle Kassiden. Von der Pusta will ich träumen. Donauschwäbische Geschichten und Gedichte. Dritter Teil eines dreiteiligen Radio-Cocktails. Erstsendung auf Radio Froh im Dezember 2018. Die Sendung enthält Ausschnitte aus dem deutschsprachigen Wunschkonzert des ungarischen Senders in Pécs, Fünfkirchen. Gesprochen haben Lisa Wildmann, Mariana Šehić sowie die Gestalter der Sendung Angela Flamm und Günter Gessert. Den vierten und letzten Teil können Sie am Sonntag, dem 30. Dezember 2018 um 11 Uhr auf Radio Froh hören. Thank you.
längtar du att fly den vardag som är grå mot äventyr, du kosan styr till ett land där himmelen är mera blå och vars musik är drömmen lik. Vågor sjunga in vid Donaus strand, vinet blommar rikt i Ungerns land. Länkande ditt hjärta bankar, vinet föder kärlekstankar. Töm ditt glas och lyss till blodets röd. Capessigan i Budapest sjunga stråkarna kärlekens sång. Capizigan i Budapest ska du glömma allt vardagens tvång. Allt det bjuder att anamma eld i själ och blod i flamma. Capizigan i Budapest sjunga stråkarna kärlekens sång. Dig musiken tvingar lägga av din mask, du blir en slav åt vad den gav. Hela livet ter sig som en munter gask, dess rytm får makt med hjärtats tak. Verkligheten blandas till en dröm, bär dig med sig på sin vilda ström. Ingenting du längre saknar förrän du ruset vaknar. Töm ditt glas. Där wir so waren, anderthalb Jahr, zwei Jahre, oder die Stufe zusammengeschlagen. Die Eingangsstufe mit dem Hammer, aber das muss man doch so erkennen. Das ist der Weichlinde, das hat ich auch mal immer gesagt. Nein, das ist ja alles so. Ja, freilich sind alle gleich. Der Papa ist gegangen, da war die Boden gestanden, da waren das 40, die 42 Hämmer, das sind 2000 und 200 Liter. War voll mit Trauben. Und er ist gegangen, und die Pippe war drauf, er hat aufgedreht, bis er da war, zu rinnen oder nicht, bis was, da war ein Korb gesehen, oder geschwind der Korb drauf. Dann die Oma hat es gerade her. Sie ist gerade zugekommen, sonst hätte die ganze Weile ausgelassen. Aufmachen hat er gehen, aber zumachen hat er nicht mehr gewusst. Geschwind der Korb drauf. Genieß den Augenblick, wenn du mit deinen Freunden bist. Diesen Moment mit deiner Mutter, denn dann freut sie sich. Irgendwann wird sie gehen. Genieß den Augenblick, den du gerade mit ihr teilst. Alles andere braucht sie nicht. Und diese Scheißgewohnheit, jeder denkt an sich. Kinder stressen ihren Vater, bis er lediglich zerbricht. Bis er einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr reden will. Weil er wieder jung sein möchte und auch leben will. Nichts ist für immer, wir wären gern für immer jung. Lass uns die Zeit, die bleibt, einfach nur verbringen. Und vergiss auch einen Tag den harten Job. Und jetzt die Ray-Ban, die Blue Jeans, sing für sie, Karel Gott. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Ich werde einfach immer alles geben. Ein Leben lang, für immer jung. Ich werde einfach immer alles geben. Für immer, immer.